Hello, you remember yourself sealing the crew window shut, but not why you did it. You enjoy your freedom the same way a genie pig enjoys his maze. Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist ein Bücherladen, eine Bibliothek. Ja, nicht eine Bibliothek. Einfach ein Bücherladen. Anscheinend kann man nicht mehr weg von dem Weg, den man eingeschlagen hat. Oh krass. Oh krass, was ist denn da ferne? Boah, sieht das mächtig aus. Ich habe hier eine unsichtbare Wand, ich kann hier nicht runter. Boah, was ist denn das? Ist das eine Engelsstatue? Das sieht ja mega aus. Ist das unser Ziel? Ist das der Mountain of Fire? Der ist noch ein ganzes Stück weg, Freunde. I dreamed of a brightly colored carnival that came to the village. A dark storm threatened on the horizon, and the winds battered the tents and streamers. A hawker in a top hat cried out from a grandstand, "Come one, come all, test your wits and guile in the house of mystery. Adventure or horror, it is up to you." A game of 60 bucks for the majestic audience. Lines of people with blank eyes, starved wide, filed in slow procession into the tent. Sie träumte davon, dass ein Zirkus, Karneval in ihre Stadt kam. Oh, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Und der... Ja, der Kartenverkäufer halt erzählt hat, hey, ihr kommt her, nur 60 Pfennig, 60 Cent oder 60 Euronen, kostet der Eintritt und hier kann euch alles erwarten, Horror, bla bla und so und lockt die halt quasi in das Zelt rein und die Leute, geblendet, marschieren in das Zelt. There are those who simply never choose a path. They know that neither extreme is balanced, but they cannot find the middle path, and so they become frozen in a stasis of indecision. Distracted by anything and following the whims of the day, they seek to fill the emptiness with any passing fancy. They too seek the genie, but they do not know why, and so become lost. Even with unmoving eyes they see me. They would eat me alive if they could. Es gibt welche, die sich weigern, einen Pfad zu wählen und die in dieser Unentschlossenheit quasi verdammt sind. Und Er sieht aber noch krass nicht versteinert aus. Kann ich ihm in die Eier hauen? Eh? Warum denn? Also, was haben denn jetzt diese Fantasy-Gestalten mit dem ganzen Spaß hier zu tun? Ich glaube, jetzt habe ich massiv den Faden verloren. Es ist auch ganz ruhig, voll gruselig. Man hört nicht mal den Regen. Aber es regnet. Mit der Musik? Das ist eine Goblin-Höhle. Es ist mega unangenehm. Ist das irgendwie jetzt gerade ein Fail? Muss ich das Spiel neu starten? Nee. Though I have not seen much life along this path, I look for it. I thought I saw a stag out the corner of my eye. Fleet-footed into the forest, or perhaps it
was just a memory rising to the surface. I remember walking idly through the forest one day, simply enjoying the green scent of the air and the singing of the birds, when my idol was disrupted by a crashing through the trees. Also sie erinnert sich, als sie mal im Wald war. Nee, sie dachte erst einen Moment, dass sie im Augenwinkel was vorbeihuschen hat sehen. Aber dann denkt sie sich, vielleicht war da gar nichts, sondern vielleicht war es einfach nur eine Erinnerung, die ihr so einen Streich gespielt hat. Und dann erinnert sie sich daran, dass sie mal im Wald war. Und it was a stag that seemed frightened and injured, as its legs buckled beneath it and it fell to the ground at my feet. I could see that it was shot through with an arrow. I recognized the work of the Fletcher from our village. His shot was not true, and I wondered how far the stag had run before collapsing. How long had his fear and pain been drawn out? His chest heaved with struggling breath. He fought to breathe his last. Ich weiß nicht, von was für einem Tier sie gerade redet, aber sie redet davon, dass das Tier angeschossen wurde. Und ich kann den nicht nehmen, leider. Den Streitkolben. Und dass der ortsansässige Jäger oder Fleischer hin und wieder Tiere schießt. Und dann hat sie halt drüber nachgedacht, ja, wie krass eigentlich dieser Überlebenskampf des Tieres war. Mit diesem Pfeil in der Brust. Ich glaube, in der Brust war es. Schon wieder dieser Drache. Wenn jetzt da noch die Talmauer kommen, dann werde ich stutzig. I knelt and lay his muzzle in my lap. I stroked his fur and lied to him in whispers that it was okay. It would be better. His eyes seemed to plead with me. He did not want to die, but could not live any longer. Then, a final exhalation, a susurrus of blood-flecked air from his steaming muzzle, and he was still. Silence blanketed the world, broken only by my sobs. Why did I have to witness this? Why did I have to be the one? Okay, also man hat es gerade gesehen, es geht um den Hirsch. Und sie hat ihm, glaube ich, den Pfeil aus dem Hirsch rausgezogen. Oh, da. Okay, jetzt habe ich den Mountain of Fire. Das ist der Schicksalsberg, lüge ich denn? Also sie hat auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall dem Hirsch beim Sterben in die Augen geguckt. Und obwohl seine Augen ganz deutlich gesagt haben, ich will nicht sterben, wusste er, dass er nicht mehr leben kann. Und sie fragt sich halt, warum gerade sie diejenige sein musste, die das mit ansehen musste. Warum musste sie der Zeuge sein? Um diesen Berg fliegt dieser komische Drache rum. Ich schnall das mit diesen Fantasy-Viechern hier nicht. Gibt mir, um ehrlich zu sein, auch nicht viel. Aber ich sehe den Mountain of Fire. Eigentlich ganz witzig. Oh nein, oh nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein, nein. Kurz mal schön mit der Fresse gebremst, oder? So ein Vorwärtssalto gemacht. Was machst du, wenn du hier in der Wildnis dir einen Hax brichst? Dann kommt der Drache und frisst dich. Schaut dir noch beim Sterben zu, grillt dich dann. Und dann ist der Spaß vorbei. Nur eine Fliege. Is this thingy? Was ist denn ein Dingy? I
I have held the dying in my arms and whispered them to better worlds. Worlds that I no longer believe exist. That moment, I was changed forever. Something shattered in my heart and was forever lost. There could be no gods that allowed this. There could be no magical place, free from pain and suffering, to greet us after death. The shamans were fools, feeding lies to the people to keep them placated. Also während das Tier am Sterben war, flüsterte sie ihm Wörter zu, um es zu beruhigen. Wörter, die gar nicht existierten. Beziehungsweise flüsterte sie ihm Unwahrheiten zu, auch von der besseren Welt. Und dann dachte sie darüber nach, dass es, wenn es Götter gäbe, dann würden sie sowas nie zulassen. Und deswegen müssen diese Schamanen sie eigentlich, sie müssen sie für dumm verkauft haben. Sie lügen eigentlich alle an mit ihren Wahrheiten. Also sie beginnt jetzt sehr wohl, die Schamanen zu hinterfragen. Dieser Moment, dieser herzzerreißende Moment, wo etwas in ihr gestorben ist. Such lies are not only false, but cruel. It makes people go through their lives in apathy, in expectancy of something better to come. It lessens the value of this life. This one brief and shining moment of light tucked between the twin expanses of infinite nothing. We squander our lives as if in rehearsal. We wait and hope as the unretrievable moments slip by. I know now, faith is the cruelest lie. Okay, dieser Abschlusssatz, faith is the cruelest lie. Glaube ist die schlimmste Lüge oder die grausamste Lüge. Hallo. Hallo. Ich fühle mich hier wie in Jurassic Park. Bist du dir sicher, dass wir den richtigen Weg gehen? Let the sky itself fall and the world be broken. What do they care? Those that live in hopeful expectancy of death's dream kingdom. They are empty, ciphers without any knowledge other than what is given to them. They amble about the world in apathy and love it not. The truth is, the only thing that they love is themselves. They believe what they want to believe, for fear of death, for fear of the knowledge that life ends. Okay, sie sagt, lass den Himmel doch herunterfallen, lass uns alle sterben, weil die Leute träumen doch eh von dem Paradies danach, von dem Wunderbaren. Und entsprechend dieser Vorstellung, leben wir unser Leben. A way out of the truth. Thinking they will cheat death itself, or that death is simply not real. It is only a transition, a relocation of some imaginary life-bearing magic that animates them. In blissful ignorance, they willfully blind themselves to the truth. Even as the world tears itself apart, they would rejoice and smile in glee. There is much in it that angers me. Okay, sie haben quasi in diesem dieser Glaube überzeugt sie davon, dass sie den Tod beinahe austricksen können, dass sie es schaffen, ihn zu überlisten, weil ja der Tod nur ein Prozess ist, in dem wir quasi woanders hingebracht werden, an einen anderen Ort. Und das macht sie wütend. Ich will eigentlich dahinter. Ich will nicht jump across the gap. Ja klar, ich bin dabei. Aber ich will nicht dem Drachen hinterher. Sag mal, kann man sich anstellen? Dein Ernst?
Ja, das gibt's ja nicht. Hä? Der einfachste Jump-and-Run-Scheiß. Das gibt's ja nicht, Alter. So ein Bullshit. Ich will nicht um diesen Berg die ganze Zeit rumstolzieren. Dieser Drecksdrache da oben. Warum macht er ihr keine Angst? Having once believed, they can never again learn otherwise. Their faith is the end of knowledge. They don't want answers, thinking they have them all already. If you doubt them or ask them to reconsider their belief, they will be angry and hate you. You will be wicked in their eyes, and they will violently defend their faith. I cannot face them again and wish only for a dark place to huddle and hide away from such madness. Okay, sagt irgendwann, wenn dieser Glaube die einzige Wahrheit ist, die sie kennen wollen, dann wollen sie auch gar keine Fragen mehr stellen, dann wollen sie auch gar keine Antworten mehr, die es zu suchen gibt, sondern sie glauben halt nur das. Und wenn du dann anfängst zu hinterfragen, dann werden die wütend. Das wollen sie nicht. Und sie werden gewaltsam, werden sie ihren Glauben verteidigen. Also, ja, sie erzählt halt von der Art, wie in der modernen Welt mit Religionen umgegangen wird. Was heißt in der modernen Welt eigentlich schon immer? Beruhigend. Aha. Ja, freilich gehen wir da rein. Totenkopf und seine linke Achselhöhle, das ist genau der Weg, den wir einschlagen sollten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. I remember, or was it a dream? I remember when the first plumes of fire smoke rose in vitriolic deltas, like inky rivers of decay, and flowing straight up to the last oceans of clean blue. I remember padding quietly, haunches covered in pelts, when all the world stretched forth to my desire. I remember rising from caves where we had huddled for warmth, and I wondered, who shall lay bounds before me this bright morning? Wann spielt das Ganze? Sind wir gerade in der Steinzeit? Aber die Häuser passen ja gar nicht in die Steinzeit. Hä? Ich bin gerade maßlos überfordert. Jetzt sind da blaue Kristalle. Auch cool. Aber die sehen spitz aus, wenn wir da barfuß unterwegs sind. Und wir haben Roboterarme gefunden. Was ist das für ein Stranger Remix? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. I remember when cities were planted and swords yanked in living roots from the tender gums of crystalline caves. When the dread smith bellowed his forge in volcanic violence. Andirons red raw with a new lust that gleams on sweating brows. Black pupils, the augury of eyes too long acquainted with muck, the shining eyes of a people familiar with black alluvium scooped in eddies from early spring monsoons. Habe ich jetzt gar nicht ganz verstanden. Da rein?
Wo führt uns diese Höhle hin? Freunde, wo führt uns diese Höhle hin? Eine Frage, die wir erst in den nächsten Folgen beantworten werden. Es ist ein sehr skurriler Mix aus Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Sci-Fi, Fantasy. Es wirft mich gerade ein bisschen raus. Aber wir werden uns dem Ganzen stellen. Wir schauen, wie es weitergeht und ich freue mich drauf. Ich werde jetzt gleich noch eine Stunde aufnehmen. Ich mache heute so einen Aufnahmemarathon und nehme stundenlang auf die ganzen Projekte. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, meine Lieben. Haut rein. Euer Uni Let's Play. Ciao, ciao.